schönen guten Morgen und viele Grüße von meinem sonntäglichen Lauf. Ja, also tonmäßig ist es nicht so toll und prompt, wo ich anfange mich zu filmen, biege ich auch schon falsch ab. Ich muss jetzt die nächste rechts. Der Weg hier ist es nicht. Ja, zum ersten Mal auf Komoot eine Route geplant. Dank eines tollen YouTube-Kanals konnte ich das dann auch wirklich 1:1 umsetzen fürs Android-Handy, wie dem geht. Aber was man oder ich vorher halt manchmal einfach nicht weiß, ist, wie ist dann der Weg wirklich, ja. Ich habe Wandern eingegeben und Komoot sagt, ja, du kannst auch ruhig am Wandermund an der Autobahn wandern. Das ist voll okay. Okay, keine Ahnung, wie ich das noch so ein bisschen optimieren kann. Jetzt hier in der Gegend kenne ich mich aus, das heißt, wenn ich sehe, okay, es ist jetzt eine blöde Ecke geworden, dann kann ich das umgehen. Aber was ist, wenn ich mal irgendwo bin, wo ich mich nicht auskenne und dann möchte ich ja nicht an der Autobahn wandern. Guckt euch mal den Himmel an. Ist das nicht ein Träumchen? Ja, und hinter mir, oder jetzt... Da sieht man es leider nicht. Das ist der Taunus, auf jeden Fall der Ausläufer davon, der Winterstein. Und mit dem fühle ich mich so verbunden. Noch 30,3 Kilometer und jetzt muss ich aber rechts. Das ist auch wieder Komoot. Wo ist der Weg? Wo ist der? Ja, also nochmal mit dem Taunus bzw. mit dem Winterstein vielmehr fühle ich mich so verbunden, dass ich hier, wenn man hier sieht, dass ich mir da den Turmhab hintätowieren lassen. Den sogenannten Steinkopfturm. Habe ich selber skizziert und trage ich voller Stolz. Meine Eltern haben immer gesagt, das kannst du dir hinter die Ohren schreiben. Aber da war einfach zu wenig Platz für alles, das, was ich mir hätte hinter die Ohren schreiben sollen. Deswegen habe ich mir einen Funkturm hinter das Ohr gemacht. Der kann mir dann die richtigen Impulse funken zur richtigen Zeit. Hoffentlich muss man den Arm wechseln. Stöcksche. Heidenei. So. Ja, ihr seht, volle Leute Sonnenschein. Ich wusste gar nicht, was ich anziehen sollte. Ich habe jetzt hier so ein Merino-Langarm-Shirt an. Das habe ich mir mal bei Decathlon gekauft und habe es vergessen und habe es heute aus dem Schrank rausgezogen, völlig begeistert. Und habe dann dazu noch hier so eine Jacke. Die habe ich jetzt umgebunden. Ist, glaube ich, irgend so eine Funktionsfaser-Polyester-Gedöns. Ich eigentlich zum Laufen an, also zum Joggen, wenn es ein bisschen frischer ist, hat eine Kapuze. Im Rucksack habe ich noch eine Regenjacke und auch noch so ein Bandana. Brauche ich alles nicht. Es ist so warm, trotz dem Wind ist es so warm. Ach, jetzt laufe ich wieder auf mein Türmchen zu, schön. Ja, also es ist warm, trotz Wind. Und ihr hört mich jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr. Deswegen mache ich jetzt mal Schluss. Ich bin jetzt bei etwas über 7 Kilometer, 37, glaube ich. Genau. Bis spät. So können die Wege dann auch aussehen. Jetzt die Kölnchen plant. Das ist doch mal was anderes als neben der Bahntrasse, Autobahn, Bundesstraße, durchs Dorf. Das ist doch super. Ganz vorne sieht man den Ginnheimer Spargel. Das ist tatsächlich kein Gemüse, sondern das Kosewort für den Frankfurter Fernsehturm. Ich glaube so. Oder vielleicht ist es auch ein Funkturm. Nee, es ist, glaube ich, ein Fernsehturm, weil der macht Fernsehen. ja, ist ein Restaurant drin. Oben war ich, glaube ich, gehört auch zu den Sachen, die ich mal machen könnte. Ne? Ausnahmsweise nicht. Da bei den beiden Strommasten, links von dem linken Strommast, da ist der Wintersteinturm. Mini, mini. Da geht's jetzt lang. Und da ist das erste Zwischenziel. So, das erste Zwischenziel liegt vor mir, Rotheim, vor der Höhe. Die Höhe ist der Taunus.
Der alte Berg ruft. Na dann. Jetzt dürfte mir gleich meine liebe Freundin Tanja irgendwann entgegenkommen. Grund meines Abstechers ist ein Rucksack voll mit Muffins und ein Teil ist für sie. Und deswegen laufe ich jetzt durch Rotheim gleich. Wow, was für eine Pracht. Riesige Kürbisse, aber ja. Mal davon abgesehen, dass die echt sauschwer sind. Ich hatte das Schild nicht gesehen, dass man das nicht betreten darf, das Grundstück, und habe mal versucht, einen hochzuheben. Da müsste eigentlich stehen, jeder Dieb wird zu Fall gebracht, weil schwer. Der Kürbis. Naja, sei denn, man ist so ein Fitness-Typ. Dann macht man das wahrscheinlich mit links. Komoot findet es ganz geil, an der Autobahn zu wandern. Aber Gott sei Dank habe ich jetzt mittlerweile meine liebe Tanja dabei. Tanja, sag mal hallo. Ja, wir sind mittlerweile zu dritt und unser wunderbarer Weg sagt, wir dürfen nicht schneller als 120. Nicht schneller, das geht nicht. Kilometermäßig habe ich jetzt 16,5 im Sack und noch 21 vor mir. Bewegung. So, jetzt geht es hier mal endlich ein bisschen weg von der Autobahn und so ein bisschen berghoch. Ich hatte das große Glück, dass meine liebe Freundin Tanja jetzt einfach nochmal mit mir 7 Kilometer gemeinsam gegangen ist. Und ich habe jetzt noch 18,3 Kilometer vor mir, fast 19 im Sack. Und heute zählt nicht die Pace, sondern heute zählt einfach diesen Weg zu machen. Allerdings möchte ich keine großen Pausen einlegen, außer jetzt vielleicht bei meinen Eltern, für die ich ja noch die Muffins im Gepäck habe. Und ja, möchte diesen Weg halt heute einfach gehen, ohne irgendwelche Ansprüche zu haben, was die Zeit angeht, die Pace, die bla bla bla. Nein, darum geht es heute nicht. Geht heute ums Machen. Und die Zeit spielt keine Rolle. Naja, vielleicht ein bisschen. Schauen wir mal. Komoot hat gesagt, ich brauche für die 37 Kilometer 9 Stunden. 9,5. Ich glaube, das mache ich schneller. Aber wir werden sehen, wie lang es dann am Ende ist. Werde ich sehen, wenn ich da bin. Jetzt habe ich mich gerade mal kurz in ein wahrscheinlich Spinnennetz reingelegt. Und gerade wieder so ein bisschen den Weg verloren vor lauter Babbeln hier am Handy. Jetzt kommen mal ein paar Höhenmeter auf die Strecke dazu. Und ich hoffe, dass ich gleich wieder auf dem Weg bin, auf dem ich eigentlich soll. Das wird schon. Ich bin ganz optimistisch. Ich bin jetzt ein bisschen traurig, dass ich die letzten Kilometer dann doch irgendwie alleine verbringe. Weil das war schön, so einen spontanen Wanderpartner dabei zu haben. Weil geplant war es so nicht. Und ja, aber so ist es im Leben. Mal gehst du alleine und mal nicht. Bis später. Was für ein zauberhafter Weg hier vor mir liegt. Wahnsinn. Wahnsinn. Eben noch an der Autobahn mit viel Lärm. Und jetzt das. Da wandert sich doch gleich noch viel, viel glücklicher.
Feeling. Jetzt gehe ich gerade über die Brücke nach Ockstadt und von da aus gibt es nochmal einen Aussichtspunkt nach Friedberg, von dem ich jetzt schon weiß, dass ich es nicht fotografieren und rüberbringen kann, wie es halt manchmal so ist. Manche Dinge kann man nur live und persönlich erleben und schlecht über Bilder einfangen mit dem Handy. Und ja, dann bin ich jetzt laut Suunto und Komoot bei einem Rest von 15,3. Sprich, ich habe jetzt schon 22 Kilometer im Sack. Und mir geht es echt gut. Eben ging es ein Riesenstück bergab, das bin ich gejoggt. Auch das klappt einfach gut. Ja. Hier geht es jetzt auch bergab, vielleicht mache ich das jetzt auch. Soll ich ein Stück mit euch rennen? Genau, rennen wir ein Stück zusammen. Gucken, ob ich dann noch babbeln kann, aber ich als Trainer kann das eigentlich. Mit hohen Herzfrequenzen noch labern. Ich muss aufpassen, dass ich hier vorne nicht die Abzweigung verpasse. Genau, also heute mal ein sehr abwechslungsreiches Programm. So, jetzt geht's wieder bergauf. 15 Kilometer Rest. Die Uhr kann man immer am besten im Sonnenlicht sehen. Ha, es sind sogar weniger als 15. Das hier sind die beginnenden Kirschenberge von Ockstadt. Ganz berühmt. Wer gerne Kirschen mag, ist hier bestens versorgt. So, und ja, ich weiß, dass jetzt gleich einfach schöne Ecken und Kanten kommen von der Strecke. Auf die freue ich mich jetzt auch. Und erzähle euch halt einfach nur so viel, dass es auf jeden Fall hübsch ist hier. Aber das kann man vielleicht so auch schon erkennen. Und bei so einem Kaiserwetter, ja sowieso. Ach Leute, geht raus, genießt das Leben, genießt die Natur. Genießt es, dass ihr da seid. Genießt es, dass ihr oder heißt es philosophisch? Oder pathologisch? So, wie schon angekündigt, jetzt kommen hier so die schönen Ecken. Aber ich habe gerade mir nochmal die Route genauer angeguckt und die führt mich echt genau durch die Stadt. Durch die Kreisstadt und puh, da muss ich mal gucken, ob ich das nicht ein bisschen abwandle. Zumal da Herbstmarkt ist und wahrscheinlich auch ziemlich viel los. Mal gucken, ob ich da Lust drauf habe. Auf jeden Fall liegt vor mir jetzt Ockstadt und Friedberg. Und hier rechts und links haben wir Obstbäume, die man nicht beernten darf. Da hängen dann auch extra so Dinger dran, dass das verboten ist. Bei uns in Assenheim und Brombrücken, da hängen Banderolen dran. Da steht drauf, Ernten ausdrücklich erwünscht. Ja, genau. Ich mag Äpfel. Jetzt laufen wir auf den Resten der ehemaligen Panzerstraße. Wir haben hier im Taunus in der Nähe vom Winterstein auch so ein Munitionsdepot. Das sieht immer ganz gruselig aus, wenn man da dran vorbeiläuft. Ja, und hier sind sie früher dann wohl gefahren und ich glaube auch so Truppenübungsplätze sind da im Wald und keine Ahnung, ich kann mich noch erinnern, als ich klein war und auf der Kaiserstraße in Friedberg mit meinen Eltern war und da sind einfach diese ganzen Panzer gefahren. Oh, das war irgendwie gruselig, ja. Ja, hat irgendwie auch zu meiner Kindheit gehört. Die habe ich nicht nur einmal gesehen, die haben wir öfter gesehen oder auch generell diese Militärfahrzeuge. Ja, ich laufe jetzt auf diesem ehemaligen Panzerstraßentrail. Ich habe gerade gesehen, dass es mich um Ockstadt herum und gar nicht durch Ockstadt durchführt, wie ich es jetzt vermutet hätte, dass ich jetzt über die Seewiese
nach Friedberg reinkomme. Nein, ich komme irgendwie anders, aber ich weiß es noch nicht wie. Auf jeden Fall habe ich jetzt schon, ich muss jetzt irgendwie bei Kilometer 24 oder so sein. Ja, die Füße tun mir heute schon den ganzen Tag weh, weil wir gestern tanzen waren. Kopfschütteln. Ja, und ich hatte meine Doc Martens an und irgendwie haben mir da drin ganz schön die Füße wehgetan. Und das merke ich leider heute schon seit dem ersten Kilometer, dass da einfach meine Füße so ein bisschen beleidigt sind von dem Abend gestern. Und deswegen heute keine Pace, heute nur laufen und genießen und es irgendwie schaffen. So, da hinten ist die wunderschöne Aussicht nach Friedberg. Ich habe sogar das Riesenrad schon entdeckt. Vielleicht laufe ich doch über diesen Herbstmarkt. Mal gucken. Ich bin ja so ungestylt. Scheißegal. Bis später. Hier bin ich ja auch noch nie gelaufen. Da vorne ist Friedberg und das Riesenrad. Vielleicht sieht man es. Nee. Egal. Blauer Himmel. Irgendwelche Durchsagen sind hier. Interessant. Wahnsinn. Und ich habe Charlie Cunningham auf den Ohren. I like. Ich liebe Charlie Cunningham. Das muss heute echt mal reinziehen. Das ist jetzt vielleicht nicht die Wandermusik, aber das ist wie die Welt mit Filter angucken. Das ist alles gleich, ein bisschen schöner, jedenfalls für mich. Aber wenn ich im Heulmodus bin, dann hilft er auch. Der verstärkt beides. Einfach ein Gefühlsverstärker, der Charlie. Bis gleich, wir sind jetzt bei Kilometer 26. Me in the Max. Das ist ja mal richtig geil. Voll super. Hier eine Tüte Zwetschgen, 1 Kilo 2,50. Und alles auf Vertrauensbasis. Ist das nicht schön? I love the Landleben. Ja, ich habe leider noch über 10 Kilometer vor mir und nicht mehr so viel zu trinken. Deswegen lasse ich jetzt die Zwetschgen da stehen. Leider. Kilometer 27. Am Steiner. Ghostbusters als dicke Baggemusik. Die letzten 5 Kilometer und die tun weh. Bin wieder ein Stückchen gerannt. Kilometer 33,5. So, von da komme ich. Der Weg geht normalerweise, den ich kenne, hier lang. Aber Komoot sagt nicht. Das hier ist durchaus auch ein Weg und wenn du wandern willst, dann bitte hier. Okay. Und weil ich vorhin eine
ungeplante Abkürzung gemacht habe, werde ich jetzt hier langlaufen, weil es ein Stück länger ist, und ich werde auch am Ende noch was dranhängen, weil ich habe keine Lust, unter die 37,5 Kilometer zu kommen. Möp. So, da ist das Heimatdorf. Ich freue mich. One life fades, let another shine in its place. It's just the moving of color. My hands don't play the same, but they'll try anyway.